Vom Wetter stark abhängig sind ja auch die Radfahrer. Immer mehr von ihnen entdecken den Oberpinzgau für sich. Die Region erlebt einen Boom. Der neueste Trend ist, die Landschaft ganz gemütlich mit E-Bikes zu erkunden. Das schaffen auch weniger geübte Gelegenheitsradler. Und viele lassen sich von der Pinzgauer Lokalbahn nach Krimmel chauffieren und fahren dann den Tauernradweg Salzach abwärts. Bernhard Schausberger berichtet. Die Radfahrstrecken im Oberpinzgau bieten alles, was das Radlerherz begehrt. Für die Sportler, die sich schinden wollen, genauso wie für jene, die die Landschaft, die Natur und den Fahrtwind genießen wollen. Es war eben hier sehr reizvoll, auf 70 Kilometer den Berg in schönster Bergwelt hinabzufahren und dann einfach mit der Bahn wieder hoch. Touristiker und Gemeinden im Oberpinzgau haben in den vergangenen Jahren Radwege gebaut, adaptiert und vor allem gut beschildert. Die deutsche Reiseanalyse sagt ja aktuell, dass unter den 5 wichtigsten und Lieblingsaktivitäten der Urlauber Radfahren dabei ist. Und der deutschsprachige Gast ist ja für uns im Sommer eigentlich der wichtigste nach wie vor. So heißt das, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wir bemühen uns da nicht nur in die Werbemittel, sondern auch im Veranstaltungsbereich sehr, sehr viel zu machen. Die Sportgeschäfte haben sich auf die neue Kundschaft eingestellt und ihr Sortiment danach ausgerichtet. Es gibt jede Menge Fahrräder zum Kaufen und zum Ausleihen, ein Bereich, der immer wichtiger wird. Ich meine, uns gefällt sehr viel da und jetzt schauen wir uns die Gegend ein wenig an mit den Radl. Naja, ich habe mir letztes Jahr Radl gekauft und seitdem haben wir eigentlich über regelmäßig ein wenig Radl fahren, Mountainbike. Und warum haben Sie sich da jetzt eins ausgeglichen, wenn Sie eins haben? Weil wir es nicht mitgenommen haben. Sogar einen früheren Radrennfahrer aus der ehemaligen DDR hat es zum Mountainbiken in den Oberpinzgau verschlagen. Er hat uns schon mal beraten, vor einem Jahr war ich schon mal hier, da habe ich noch gezweifelt. Und das ist jetzt auch das Rad, das ich mir vorgestellt habe. Und deswegen schlagen wir halt hier zu, ne? Es geht der Trend eher zum E-Bike hin, muss man ehrlich sagen, weil die Leute wollen da die Berge fahren, zudem sind sie eigentlich Pinster und ist mit dem E-Bike natürlich viel einfacher. Und wie ist so die Altersstruktur der Radfahrer? Gemischt, also wir haben Kunden mit 20 bis auf zu 60, 70, ist aber komplett durchgemischt, ob jetzt ein E-Bike oder ein normales Rad. So willkommen die Radfahrer heute sind, so distanziert standen Wirte und Hoteliers den Zweiradfahrern früher gegenüber. Damals waren da die Radfahrer noch gar nicht so gern gesehene Gäste, weil man gesagt hat, die haben die Jausen selber mit und dann in Zelten schlafen. Das hat sich alles dramatisch verändert. Jetzt haben wir Urlauber da, die bei uns in Hotels nächtigen und Mountainbiken gehen. Und wir haben Radfahrer da, die den Tauernradweg in Etappen machen und die unterm Tag natürlich körperlich was tun und dann auf die Nacht einen Hunger und einen Durst haben und das in die Restaurants und Hotels genießen. Die Wirte und die Hoteliers haben die Radfahrer, wie gesagt, als zunehmend kaufkräftige Kundschaft entdeckt. Neben einer guten Speisekarte zahlt es sich auch aus, wenn der Wirt selbst etwas vom Radfahren versteht. Dann kriegen sie eben, wenn sie brauchen, Informationen von mir und so weiter. Also über Routen oder Wege, Schwierigkeiten. Einfach die nützlichen Tipps, was die Leute also brauchen. Die besten Werbeträger sind zufriedene Kunden. Wem es beim Radeln im Oberpinzgau gefallen hat, der erzählt es weiter. Wem es nicht gefallen hat, der erzählt es übrigens auch weiter.